Zentrale Rolle Rammsteins im US-Drohnenkrieg. Langsam kommt Licht ins Dunkel. Am 22. Februar 2017 wurde so nebenbei von einigen Leitmedien erwähnt, dass es im neuesten Jahresbericht von Amnesty International auch Kritik am Drohnenkrieg unter dem früheren US-Präsidenten Obama gebe. Ist dieses nebenbei gerechtfertigt? Und warum erfolgt von Amnesty International und in der westlichen Presse kein wirklicher Aufschrei mit praktischen Konsequenzen, wenn es um den US-amerikanischen Drohnenkrieg geht, der schon Hunderten von unschuldigen Zivilisten das Leben gekostet hat? Kurze Rückblende. US-Präsident Barack Obama hatte Drohnenangriffe massiv ausgeweitet und zum wichtigsten Mittel im sogenannten globalen Krieg gegen den Terror erklärt. Dabei greifen ferngesteuerte, unbemannte Drohnen Ziele im Irak, in Afghanistan, Pakistan, Jemen, Syrien, Libyen und Somalia an. Meist, um angebliche Terrorverdächtige gezielt zu töten. Die völkerrechtliche Basis für die Angriffe ist umstritten. Für den Deutschen Kai Ambos, Strafrechtsprofessor an der Universität Göttingen und Richter am dortigen Landgericht, ist die Tötung durch Drohnen in solchen Ländern eine außergerichtliche Hinrichtung. Für ihn ist die von den USA praktizierte Form der Drohneneinsätze völkerrechtswidrig. Zu anhaltender Kritik führt die Tatsache, dass bei den Angriffen mit von den Drohnen abgefeuerten Raketen bereits mehrere hundert Unbeteiligte getötet wurden. Darunter waren auch zahlreiche Kinder. Am 1. Juli 2016 veröffentlichte die US-Regierung das erste Mal Zahlen, dass in den Jahren 2009 bis 2015 bei 473 Luftangriffen bis zu 116 Zivilisten sowie 2581 Kämpfer getötet worden seien. Jedoch wurden Afghanistan, Irak und Syrien in der Statistik nicht aufgeführt, da die USA dort in großen Militäroperationen beteiligt sind. Die britische Non-Profit-Organisation Büro für investigativen Journalismus, TBIJ, kam jedoch im selben Zeitraum auf bis zu 800 zivile Todesopfer nach den Drohnenangriffen der USA. Dunkelziffern noch nicht mit eingerechnet. Eine zentrale Rolle im Drohnenkrieg der US-Administration spielt der US-amerikanische Luftwaffenstützpunkt Rammstein Air Base in Rheinland-Pfalz, Deutschland. Laut dem Friedensaktivisten Wolfgang Jung, der das Treiben auf der Rammstein Airbase schon jahrzehntelang wachsam verfolgt, wäre der US-amerikanische Drohnenkrieg mit der Schließung der Rammstein Airbase mit einem Schlag beendet. Jung wörtlich: Was in Rammstein abläuft in Sachen Drohnen, in Sachen Raketenabwehrschild, in Sachen Versorgung der Kriegsschauplätze mit dort gelagerter Munition, ist alles A. völkerrechtswidrig und B. grundgesetzwidrig, weil von unserem Boden aus keine Angriffskriege vorbereitet und schon gar nicht geführt werden dürfen. Die US-Airbase erhitzt seit Jahren die Gemüter in Deutschland. Bis vor kurzem ignorierte die Bundesregierung Beweise für die Drohnensteuerung in Rammstein und beteuerte immer wieder, von nichts zu wissen. Ende November 2016 dann plötzlich die 180-Grad-Wende. Nun gab die Bundesregierung doch die zentrale Rolle Rammsteins im US-Drohnenkrieg zu, auch wenn kurz darauf wieder zurückgerudert wurde. Laut dem deutschen Auswärtigen Amt berufen sich die Stationierung ausländischer Streitkräfte in Deutschland, was auch die US-Basis Rammstein betrifft, auf den Aufenthaltsvertrag von 1954 und könnte jederzeit mit einer zweijährigen Frist gekündigt werden. Sehen Sie nun eine gut sechsminütige Dokumentation von RT Deutsch, die am 6. Januar 2017 veröffentlicht wurde. Diese zeigt auf, was in Rammstein wirklich passiert und wie da nun doch langsam Licht ins Dunkel kommt. Die US Airbase in Rammstein ist das größte Luftdrehkreuz der amerikanischen Streitkräfte. 90% der Personen- und Frachttransporte in den Mittleren Osten und nach Afrika werden hier abgewickelt. Tag für Tag werden so Soldaten, Waffen und Munition transportiert. Doch nicht nur das. Auch der Drohnenkrieg der USA wird hier mit ermöglicht. Welche Rolle spielt dabei Rammstein? Die Drohnenpiloten sitzen in Nevada, Arizona oder Missouri. Wenn sie am Joystick abdrücken, sterben Menschen.
Mit Hilfe von Metadaten und Ortung von Mobiltelefonen durch die US-Geheimdienste werden die vermeintlichen Standorte mutmaßlicher feindlicher Kämpfer lokalisiert. Durch die Drohne erfolgt dann der Raketenschlag, bei dem auch immer wieder Zivilisten getötet werden. Rammstein dient dabei als sogenannte Signalrelaisstation. Diese brauchen die USA, weil ihre Drohnenangriffe durch die Erdkrümmung ansonsten nicht möglich wären. Das funktioniert folgendermaßen. Von Kontrollstationen in den USA wird die Kommunikation über ein Glasfaserkabel nach Rammstein geleitet und von dort via Satellit in die Einsatzgebiete in Asien, Afrika und den Mittleren Osten. Menschen werden hingerichtet auf bloßen geheimdienstlichen Verdacht hin, ohne jede Gerichtsverhandlung. Anwälte und Menschenrechtsaktivisten, der ehemalige CIA-Offizier Ray McGovern, sogar ein Untersuchungsausschuss des Bundestages haben sich des Themas angenommen und die Rolle Rammsteins als eine unverzichtbare Relaisstation bestätigt. Die Bundesregierung stemmte sich gegen diese Behauptungen, denn die amerikanische Regierung hatte ihr gegenüber versichert, dass von US-Einrichtungen in Deutschland aus bewaffnete Drohneneinsätze weder geflogen noch befehligt werden. Es stimmt zwar, dass keine Drohnen direkt von der Rammstein Airbase abheben, aber das hatte auch niemand behauptet. Es geht hier um die zentrale Rolle im US-Drohnenkrieg, der ohne Rammstein nicht möglich wäre. Doch über die Jahre wurde das vorgegebene Mantra von der Bundesregierung wiederholt. Ich habe in dieser ganzen Materie meinen Ausführungen vom Freitag nichts hinzuzufügen. Interessant ist nur, dass bereits seit Beginn 2013 der Ex-Drohnenpilot Brandon Bryant etwas ganz anderes bestätigte, nämlich die zentrale Bedeutung des Luftwaffenstützpunktes in Rammstein für die weltweiten Drohnenmorde der USA. Jedoch, zuletzt wurde es für die Bundesregierung immer schwieriger, die Bedeutung Rammsteins bei den weltweiten außergerichtlichen Tötungen des US-Militärs herunterzuspielen. Ende November 2016 dann plötzlich die 180-Grad-Wende. Nun gibt die Bundesregierung doch die zentrale Rolle Rammsteins im US-Drohnenkrieg zu. Und sie hat uns darüber informiert, dass Rammstein eine Reihe weiterer Aufgaben unterstütze, darunter die Planung, Überwachung, Auswertung von zugewiesenen Luftoperationen. In Reaktion auf diese neuen Informationen haben wir hochrangige Gespräche in Washington Mitte September geführt, auch wiederum über unseren politischen Direktor. Und wir werden dazu selbstverständlich auch weiterhin mit der amerikanischen Seite in Kontakt bleiben. Die Airbase in der Pfalz diente also als Relaisstation für Drohnenmorde, wie schon jahrelang vermutet, aber immer wieder stoisch geleugnet wurde. Doch kurz darauf wird wieder zurückgerudert. Was ich am Montag hier gesagt habe, ist, dass von Rammstein aus weder Drohnen gesteuert noch gestartet werden, sondern die Übermittlung von Signalen über Rammstein erfolgt. Das, was Sie da gesagt haben, Planung und sonstige Aspekte, die Sie da nennen, das sind nicht meine Worte. Und das möchte sind die ich Worte gerne, von Ihrem Staatsminister Roth. Das ist im Bundestag. Ja, aber Planung, Überwachung und Auswertung. Ja, was denn nun? Was Herr Roth gesagt hat, ist, dass die US-Regierung außerdem darüber informiert hat, dass der Luftstützpunkt Rammstein eine Reihe weiterer Aufgaben unternimmt. Und zwar Planung, Überwachung, Auswertung zugewiesener Luftoperationen. Da geht es nicht darum, wie die Drohnen genutzt werden, dass von Rammstein aus Drohnenangriffe geplant werden oder sonst was. Das würde ich schon gerne voneinander trennen wollen. Wir stehen mit den Amerikanern weiterhin im Kontakt, um die für uns noch offenen Fragen, die Sie ja zu Recht, auf die Sie zu Recht hinweisen, um auf diese Fragen Antworten zu bekommen. Weitere Fragen müssen also noch geklärt werden. Zum Beispiel auch, welche juristischen Konsequenzen das Ganze haben könnte. Schließlich handeln die USA eindeutig völkerrechtswidrig, betonen Kriegsgegner und Friedensaktivisten immer wieder. Die Antwort der Bundesregierung. Für uns, Herr Abgeordneter Hunko, ist aber ein Punkt ganz entscheidend. Es gilt weiterhin die Zusicherung der Vereinigten Staaten, dass Aktivitäten in US-Militärliegenschaften in Deutschland im Einklang mit dem geltenden Recht erfolgen. Dennoch reicht einigen diese Zusicherung der USA nicht. Der grünen Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele hat deshalb Strafanzeige gegen die völkerrechtswidrigen Drohnenmorde eingereicht. Gezielte Hinrichtungen ohne jedes Gerichtsurteil mit unseren Werten, wie sie im Grundgesetz verankert sind, mit der Unantastbarkeit der Würde des Menschen,
mit dem Recht auf Leben und mit dem Verbot der Todesstrafe nicht zu vereinbaren sind. Und deshalb habe ich jetzt Strafanzeige erstattet gegen die Verantwortlichen in Deutschland und in den USA wegen dieser klaren Aussage, dass Deutschland dabei ist bei den Drohnenangriffen. Und ich sage, und da kann ich das nur unterstützen, das darf nicht länger geduldet werden. Sie können jetzt nicht noch 3 Jahre verhandeln, sondern das muss beendet werden. Die Menschen protestieren seit Jahren gegen die US-Airbase in Ramstein. Doch wird das von nur wenigen Medien auch gezeigt und so von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.